Pisho bidolai, pisho kobore shogato. Welcome to the ISH News. Today I'm going to be talking about how the Juventus soccer team loses 113.7 million euros due to the corona pandemic. Seltener Fisch in der Elbe. Seit 15 Jahren soll die Elbe nun vertieft werden. Aber dies wird nun verzögert, da ein seltener Fisch in der Elbe gefunden wurde. Doch mit Verzögerung, sagt Jens Meyer von der HPA, soll die Elbe um einen Meter vertieft werden. Digital Nambikai, Ulagam Mulavedum, Evaru Marapadigirade. That digital trust differs from different places. Achtung, der Blutregen kommt. Was erstmal gruselig klingt, ist in Wirklichkeit nur Sahara-Staub, der sich mit dem Regen vermischt und den Himmel rötlich färbt. Die erste Ministerin von Neuseeland hat Donnerstag angekündigt, dass alle Schulen in Neuseeland gratis Zugang zu Sanitäreprodukten haben. Ein Initiativ, was darauf gemacht ist, um Period Poverty in die Land zu vermindern. Dies sind die Corona-Zahlen in Hamburg von dem 25. Februar. Es gibt 343 neue Infektionen und insgesamt 51.274 bestätigte Fälle. 46.200 Personen davon sind geheilt. Willkommen bei Ice Age Tech News. Heute geht es um die Gerüchte über das neue iPhone 13. Man sagt, dass es niedrigen Preis hat, auch bei den neuen Galaxy- und Pixel-Modellen. Es sollten auch nochmal 4 Modelle geben. Bessere Bildschirm, bessere Kamera. Es soll noch den Lightning-Port haben, aber man soll jetzt auch den neuen Headphone-Jack und Touch-ID soll wieder zurückkommen.